Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 mit Kiffik von Time for LPT. Ja, wir sind auf dem Weg von Frankfurt nach, habe ich vergessen, was, ich glaube Duisburg, ne, kann das sein? Wir haben Munition hinten drauf, haben eine ziemlich gute Fahrt ausgesucht, kommen 7800 für den Auftrag. In der letzten Folge hatte ich ja leider, boah, dieser Pisser, der jedes Mal bremst er und dann fährt er wieder schneller, wenn ich ihn überholen will, ne? Hier Munition fahren, weil ich hab mich jetzt mal, bin ich ja gekippt mit dem LKW in der Kurve, weil ich ein bisschen schnell genommen habe. Und dann mussten wir wieder zurück nach Frankfurt und von da aus die Strecke nochmal fahren. Tja, wir waren ja zum Glück noch nicht so mega weit, also geht's ja jetzt noch. Bald ärgerlich trotzdem. Aber die Kosten bezahlt eh der Arbeit, der Auftraggeber, also Arbeitgeber in dem Sinne. Ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl, entweder regnet es gleich oder es wird gleich dunkel. Aber ich glaube, dunkel trifft sehr. So. Oh, rechts, glaube ich, sind wir so ein Lager. Ja, ich hatte gerade Diskussion, ich hatte ja letzte Folge ja gesagt, gerade Thema ist auch LKW-Fahrer nachts auf Rastplätzen. Vor allem ist das immer, LKW-Fahrer ist im Straßenverkehr mal grundsätzlich das Arschloch, ne? Egal welchen Unfall du hörst, es wird immer gesagt mit Beteiligung von LKWs. Dafür ist der, da ist der LKW direkt als Ursache abgestempelt, obwohl es meistens oft ja auch so ist, dass auf einem PKW-Fahrer ein LKW schneidet, ne? Was ich dann auch oft genug denken dann, pff, LKW, zack, Stern ein, die Klatsche, LKW hat auf eine Schippe und das war's. Aber es heißt immer Beteiligung von LKW, heißt für die Leute, LKW ist schuld, ist immer so, ne? Ist grundsätzlich so. Und dann wollen sie auch einen erzählen, weißt du? Ich könnte Stories erzählen, die ich live miterlebt habe. Aber das ist. Ich glaube, da bräuchte ich 3 Folgen, um die Story komplett zu erzählen. Das können wir mal im Livestream machen oder so. Einem unserer nächsten Livestreams kann ich die Story mal erzählen, wenn sie jemand interessiert. Müsst ihr einfach, weil wir streamen ja bei US Stream, schreibt einen Social Stream einfach rein. Und ich beantworte die Fragen. Ihr wisst ja vom letzten Stream, wo wir unsere LAN-Party gestreamt haben. War ja ganz gut gelaufen. Ein paar Zuschauer, die haben uns bis 3 Uhr nachts begleitet. Hat auf jeden Fall unseren Spaß. Leute waren cool drauf, haben uns doch angefragt. Wir haben versucht, euch zu. Also, ich weiß nicht, ob du gerade dabei warst, aber euch zu. Also, unsere Zuschauer zu unterhalten. War schon sehr chillig. So, jetzt. Der Hawker lädt jetzt auch gerade seine ganzen Let's Plays hoch. Und Assassin's Creed 3. Ja, ich habe ja jetzt Assassin's Creed 2 angefangen. Super geiles Game, kann ich ja auch jedem nur empfehlen. Wie ich auch schon gesagt habe, heißt nicht, wenn ich Hawker 3 mache, dass ich 3 niemals machen werde. Zwar jetzt nicht direkt unbedingt, aber ich lasse mir da mal Zeit. Ich will auch noch Brotherhood Relations haben wir dann auch noch, die wir machen können. Eins haben wir noch, dieses kann ich auch noch machen. Aber eins habe ich einmal durchgespielt. Aber nicht so gesuchtet wie zwei. Spiele ich jetzt zum 6. Mal im Let's Play. Ich habe schon 5 Mal durch. Und ich finde es jedes Mal einfach nur geil. Weil es jedes Mal Spaß macht einfach. Deswegen, ich kenne die Spielwelt ja auch, deswegen das Let's Play kann sein, dass es schnell rum ist, weil ich es einfach auswendig kenne. Und ich habe auch 100% Safe Game bei Assassin's Creed 2. Da kann man wirklich gar nichts mehr machen. Ich habe alles in dem Safe Game geschafft. Jeden Pissauftrag, jedes Assassinengrab, jede Feder, da habe ich alles gemacht. Also da kann man echt keine mehr vormachen. Aber natürlich werde ich jetzt nicht so 100% Safe Game im Let's Play machen. Oh, jetzt haben wir 6% Schaden. Das ist jetzt schäbig. Ah, ich habe die Abfahrt zu spät gesehen, dass wir runter müssen. Ich gucke jetzt zumindest mal kurz, wie er aussieht. Wir müssen noch 67 Kilometer noch. Die Fracht hat aber nur 1% Schaden. Auch schon länger bin ich drauf gekommen. Ja, dann geht's ja wirklich noch. 1% Schaden haben bei der Fracht. Ist das ja noch Pillepalle. Weil ich glaube, es wird uns ja eh nur die von der Fracht abgerechnet, vom Lohn und von der EP. Ist halt die Erfahrungspunkte. Das Geld finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Weil wir brauchen eh Level 14, glaube ich, um vernünftig halbwegs 50 LKW kaufen zu können. Und bis dahin das Geld müssen wir eigentlich bis dahin locker zusammen haben. Für den Verein zumindest. Für mich dann im Prinzip. Und gleich wieder auch hinterher mal mit Angestellten und so weiter. Ich wollte ja hier halt richtig durchziehen, auch das Let's Play. War ja schon,
Und werden auf jeden Fall nicht nochmal 40 Folgen bestimmt werden. Hier ist die Ampel. Halten wir noch an. So, ja. Ich sehe die Ampel zwar jetzt nicht wirklich, aber ich denke mal, die ist hell genug, dass ich das sehe, wenn es losgeht wieder. Jo, gehen wir Steffken. Ich bin auch nicht abgeneigt, also entweder hole ich mit Majestic eine MAN oder ein Volvo. Scania ist auch, also die Firma mag ich ja nicht alle. Der DAF war auch nicht schlecht, aber der DAF hat nur 6 Zylinder. Ich hätte eigentlich gern 8 Zylinder. Obwohl der FH16 ist ja auch ein 16 Liter 6 Zylinder, ist ja hat den gleichen Hubraum wie 8 Zylinder. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ich werde mal gucken, entweder ein V8 oder ein Mercedes V8 oder Majestic V8. Wo ich bei Majestic schon wieder stört, dass das nicht Mercedes heißt, ne? Stört mich da einfach enorm. Da vorne ist auf jeden Fall die Baustellenbacken wieder. Die kommen auch ein bisschen zu regelmäßig, sag ich mal, dass er sich halt wiederholt. So eine richtige Baustelle wäre geil, wo so Baggern auf einer Fahrspur stehen, das wäre noch schick. So, die einfach zufallsgesteuert irgendwann erscheinen. Und dann kann ja echt das Problem sein, mal dann zufallsgesteuert so eine Textur auszutauschen. Wo dann so ein Graben auch in der Mitte ist, das wäre cool. Ich hätte für dieses Spiel doch so viele Ideen, ne? Was man hier noch einfach einbauen könnte, weil das Spiel einfach sowas von ausbaufähig ist. Das muss ich ja aufpassen, ey. Ich will das Ding nicht nochmal umschmeißen. Vorne können wir eh direkt bremsen. Das räumen wir schon mal langsam wieder vor. Also brauchen wir gar nicht, weil da drüben ist eh noch grün. In der Zeit kriegen wir eh keinen grün. Ja, zack. Wow, der ist. Hab ich gleich gesehen, Rückspiegel, ey. Aber knapp, ey. Scheiß CC da, ey. Puiuiuiuiuiuiui, das war aber jetzt eng. Oh, ist vielleicht da jetzt komplett Tunnel schon. Licht hab ich eher an. Warte mal, hab ich. Blendlicht an oder habe ich Fernlicht? Jetzt habe ich eine Retarde angemacht. Okay, Retarde gibt 3 Stufen. Oder? Stiftgön. Ja, ich bin voll am falschen Knopf gekommen, aber ist egal. Aber kann ich eigentlich weiterfahren? Nach da bin ich jetzt drauf gekommen. Jetzt muss ich die Tale erstmal wieder rausnehmen. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass der auch funktioniert, weil jetzt wollte ich ihn ausprobieren. Hat vielleicht auch nicht jeder LKW hier. Ja, jetzt komme ich gerade durcheinander. Jetzt habe ich muss auf den Knopf gekommen, so jetzt wird alles gut. Für bei Rot über die Ampel geflogen, habe ich mich bekommen. Auch gut. Das haben wir jetzt schon. Aber für Berg runter oder so ist der Retarder schon klasse. Wenn der Berg runter Dauerbremsen muss. Immer auf 60, weil ich stand gerade auf 50 extra dran. Boah, langsam. Ja, da vorne ist unser Fahrziel auch schon. Ich sehe es schon. Ich glaube, wir können hier schon mal links rüberfahren. Ne? Oh, hier. Oh, hier muss aber Gas geben hoch. Huiuiui. Relativ steil hier. Ein Stückchen vor. Oder liegt das an der Automatik? Ich weiß jetzt natürlich nicht so ganz. Okay, ist nicht, das ist nett.
sehr freundlich, dass der mich lässt. So, dann gehe ich jetzt mal. Vorne fahren wir links. Ja, da ist ein Ende mit Open World. Ah, warum fährt er? Ich habe Vorfahrt. Ja, nehme ich den mit, ist mir auch egal. Das, aber ich kriege auch keinen Unfall für aufgeschrieben, dann ist das nicht in Ordnung. Solange ich da keinen Unfall für kriege, ist das gut. Ja, zack, da sind wir. Warmlichtlich können wir reinmachen. Das, oh, das ist eine Pfütze. Zack. Wie habe ich überhaupt nicht richtig in Position zu rangieren? Des Aufliegers doch nicht. Das ist das Geilste eigentlich an der ganzen Fracht, finde ich immer. Ah, geschafft. Gute Arbeit. Nur, manchmal gute Arbeit. 2%, okay, ja, da kann ich leben. Für Fernfahrt, für Parken des Aufliegers, für ER. Ach, das war jetzt doch gar keine Dingsfahrt. Ja, okay. Alles klar, Leute. Dann sage ich bis zum nächsten Mal mit Auto Truck Simulator. Tschüss.